Hi! Und Hallöchen! Da sind wir beiden wieder frisch aus dem Bett gepellt. Ich steig dir mal hinterher. Gut, ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir direkt hier nach unten wandern werden. Ja. Guck mal ganz kurz, wie das hier am Feld aussieht. Ja, die drei Dinger, die da jetzt gewachsen sind, dafür brauche ich jetzt nicht extra hier loslegen wieder. Oh, da haben wir aber hier anderen Zaunteile benutzt, das ändern wir irgendwann auch nochmal. Ich glaube, wir werden sowieso irgendwann auch mal ein größeres Feld anlegen, ne? Einfach natürlich, weil mehr Ressourcen, mehr Nahrung und alles. Nee, aber welche Farbe Gatter brauchst du denn? Weil ich habe beides sind noch das, im Inventar. Das sind Halbsteine hier, ne? Ja. Ja. Okay, Schade eigentlich. Wieso? Ich hatte gerade die Idee, sollen wir da Erde hinmachen? Weil hier waren irgendwo exakt drei gelbe Blumen. Man könnte schön ein kleines Blumenbeet da hinmachen, das wäre auch niedlich. Wenn du möchtest. Also, das ist jetzt kein Muss. Aber das können wir auch am Rand machen oder sowas, keine Ahnung. Ist ja kein Muss. Schauen wir mal. So, ich kloppe mich mal ein bisschen in den Berg hinein, würde ich sagen, ja? Ja, mach das. Ja, so, das soll ein bisschen Platz machen hier. Und suddenly Stille. Ja, so, was haben wir denn eigentlich noch so zum Großen drüber quatschen? Wir hatten ja noch so ein paar Sachen, wo wir so vorab gesagt haben, weil wir hören ja auf unsere Fans und wie du ja in einer vorherigen Folge auch schon mal gesagt hast, wir haben ja tatsächlich einen Kommentar auch bekommen, der lautete, wir sollen mal mehr quatschen. Oh, ich habe gar keine Schaufel, sehe ich gerade. Willst du meine haben? Hast du, ja, wenn du eine über hast, wäre das super. Das ist fantastisch, ich danke dir. Bitteschön. Dann brauche ich da nämlich jetzt nicht extra erst rumrennen, mehr eine holen. Nämlich so viel Gravel, was mir hier gerade entgegenkommt, das dauert sonst ein bisschen arg lange, fürchte ich. Nein, wir hatten ja einen Kommentar bekommen, beziehungsweise bei dir gab es halt einen Kommentar, dass wir ruhig auch mal ein bisschen mehr quatschen sollen, weil es wäre ja nun mal ein Quasselcraft und ja, wir sollten uns doch im Zweifelsfall einfach mal Themen überlegen. Ja. So, das Spannende ist denn, was haben wir denn da aber so momentan? Gibt's denn da eigentlich so irgendwas ganz groß, wo du jetzt sagen würdest, also hier, das muss jetzt auf jeden Fall mal hier noch ausdiskutiert werden, weil das lastet auf meiner Seele ganz, ganz schwer und so und okay, es kommt erstmal nichts schön. Muss ich erstmal überlegen. Okay. Weil ich habe hier auch ein bisschen was doof gebaut. Oh, pass auf, komm mal, dann stelle ich jetzt erstmal die ganz klassische Frage. Wie ist es denn so mit diesem Jahr bisher? Ich meine, das ist ja immer so, du kennst das ja, glaube ich, auch, ne? So, oh, ein neues Jahr, erstmal ein frohes Neues wünschen, erstmal den Kater loswerden. Ich brauche nochmal kurz die Spitzhacke. Und ja, wenn du ganz kurzen Moment wartest, dann habe ich das hier soweit schon mal weg. Ist das zu hoch? Weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich passt das hier ruhig nicht. Ich meine, wenn wir hier so eine Eingangshalle reinmachen. Ja, ist ja eh ein Berg, da kann man nicht. Da braucht man nicht auf Proportion achten. So, wirklich. Ich würde jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber so für eine Eingangshalle, ich gleiche das hier noch ein bisschen an natürlich, ne? Ja. Okay, so, dann hast du dreimal die Spitzhacke. Weißt du was, komm, ich gehe jetzt hoch und hole eben die andere, das ist ja doof. Müssen uns hier ständig immer das Werkzeug zuwerfen, das ist ja albern. Nee, aber wie gesagt, das ist ja erst immer. Die Leute haben ja immer diese Aufbruchsstimmung, ne? So, es ist ein neues Jahr, jetzt wird alles anders. Ich bin ja da eigentlich nicht ganz so extrem. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Ist das ja bei dir auch so, dass du jetzt sagst, oh, jetzt ist ein ganz neues Jahr, jetzt wird alles anders, jetzt habe ich ganz viele tolle neue Pläne und sowas? Oder wie ist das so bei dir? Also ich habe schon so ab und an meine Ziele, die ich mir wirklich für ein Jahr stecke. Und versucht das natürlich zu erreichen. Natürlich klappen 50% der angestrebten Ziele überhaupt nicht, aber. Ja, das kenne ich. So restlich, also sagen wir mal, mein Ziel für dieses Jahr ist es wirklich, meinen Streamplan konsequent zu halten. Ja, und ja okay, ich hab damit das habe ich lustigerweise auch, ja. Und ich habe damit halt so viel Spaß auch, dass ich das wirklich als realistisches Ziel durchziehe. Ja. Und ich sag nur, ich werde Twitch-Partner, ja. Ja. Wie gut sich das durchsetzt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber du hast gesagt, du machst es, dann machst du das auch und. Machst du das denn aber jetzt daran fest, weil es ist jetzt ein neues Jahr, jetzt mache ich das so oder wie ist das? Nee, also ich habe mir schon so Gedanken gemacht, ob ich da jetzt wirklich. Ja, also, wie man das am besten machen kann, also ich weiß nicht. Pass auf, sagen wir es anders. Deinen Streamplan hältst du ja schon eine ganze Weile auch recht konsequent, ja, aufrecht, was ich auch sehr, sehr löblich finde, sag ich jetzt mal.
Das ist halt das, weißt du, wo ich mich immer so ein bisschen wundere, dass manche Leute wirklich so dieses hartnäckige, ja, aber jetzt ist es ja Jahr X irgendwas und deswegen, ja, aber warum denn nicht vorher? Ja, das ist Schwachsinn. Also Ich warum meine, nicht generell? Hey, ich habe Bock, irgendetwas zu machen, aber jetzt ist das neue Jahr, jetzt mache ich das auch. Ja, aber du hattest doch schon vorher Bock, warum hast du es nicht einfach gemacht? Tja. Ich kann das verstehen, wenn man vielleicht Dinge hat, die zeitlich nicht so passen. Oder weil man das aus irgendeiner anderen Möglichkeit heraus nicht machen kann. Ich sag's mal als doofes Beispiel. Ich plane jetzt auch schon ein bisschen was länger rum, dass ich irgendwann mal gerne einen Abstecher nach England machen möchte. Ne? Weil ich da ja nun mal ein, zwei Leutchen kenne hier, die Charlie und den Mike. Super nette Leute, kenne ich seit Jahren. Auch ganz tolle Streamer, da habe ich sie halt auch kennengelernt. Damals noch bei Justin TV. Lange, lange ist's her. Ja, schön. Aber super sympathische Leute, ich bin zur Hochzeit eingeladen, ich habe da tierisch Bock drauf, generell habe ich da Bock drauf. Nur, ja, ne, ich habe nicht mal ebenso die 350 über, um mal ebenso den Flug zu leisten, sozusagen. Oder irgendwie, weiß jetzt nicht mal, ob es am Ende ein Flug sein wird oder sowas. Das heißt, natürlich dauert das dann auch mal ein bisschen, klar, ne? Das Wollen alleine hilft natürlich nicht immer. Ne? Oder wer jobmäßig von der Zeit her das nicht kann. Nur viele Dinge könnte man eigentlich jederzeit machen, aber macht sie manchmal gar nicht. Und da bin ich immer so ein bisschen verwundert, warum die Leute sich so, ich sag mal, selber einschränken, ne? Wie gesagt, ich mache da eigentlich bei mir eher so, ich habe jetzt ein Ziel vor Augen, ich möchte, sagen wir mal, ich habe ja diese sehr, sehr eigentlich Traumwette, ne? Also es ist ein sehr, 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 sehr schweres Ziel, das zu erreichen. Ja. Ja. Das ist ja meine Wette mit Lore, die ich habe. Und Ach ja, da geht es oh halt ja. darum, wenn ich es, also wenn ich bis zur Gamescom dieses Jahres 100 Stammviewer habe, also 100 Viewer, die meinen Stream konsequent gucken, und das über mehrere Tage hinweg, darf sie mir mit Kaltwachsstreifen mir die Beinhaare so schmerzhaft wie sich kann ausreißen. Ich finde den Plan immer noch so toll. Und Klingt jetzt so, als sehe ich dich gerne leiden. Und irgendwie ist es auch so, aber das ist es dann irgendwie doch nicht. Aber ich finde den Plan einfach toll, weil der ist so wunderbar absurd. ja, es ist halt einfach dieses, ich weiß, das ist ein Mammutziel, das erreicht man jetzt nicht von heute auf morgen. Aber es ist so ein Ziel, wenn ich es erreiche, ne, das ist halt so mein Ziel. Auch wenn es wirklich schon sehr, sehr Wunschdenken ist, dass ich das schaffe. Das ist jetzt. Ich meine, wie viel Zeit habe ich dafür? 5 Monate? Ja, ich meine, wie weit bin ich wohl davon entfernt, ernsthaft sagen zu können, geil, ich bin Twitch-Partner, ich schicke jetzt die E-Mail, die nehme ich auf jeden Fall. Ja, aber ich meine so, ich Wird auch unterteile nicht das eher so in passieren. Zielen, weißt du? Das ist das halt. Ja. Und ich denke, damit fährt man eigentlich am besten. Auch wenn man weiß, dass man die Ziele wahrscheinlich nicht erreichen wird. Aber wer weiß, was passiert? Ich wollte gerade sagen, das weiß man ja auch. Das kann man manchmal auch gar nicht so einschätzen, ne? Ich sag mal so, es ist so. Ich kann das nicht anders nennen, als dass es mein Traum, was dieses Jahr so passieren könnte. So ein Traum, Wunsch, Gedanke, Weißt du, dass mir Schrägstrich, Ziel. da gerade eine Geschichte einfällt? Etwas, was der Herr DK mal in einem seiner Streams erzählte. Es gab mal so, ich weiß gar nicht genau mehr, warum er das gemacht hat. Das war so ein, ich quatsch jetzt mal einfach rumstream, nenne ich es mal, ne? Wo er so ein paar Sachen auch einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte. So, und wie der ein oder andere es vielleicht wissen dürfte, der DK ist jetzt nicht unbedingt der kleinste YouTuber, eben Streamer auch und so weiter und so fort. Ist ja mittlerweile auch zum Beispiel hier, ne, Teil da bei Gameswelt und sowas, finde ich auch super. Finde ich echt richtig gut, wie er da so konsequent zu sein, seine Wege auch gefunden hat, sag ich jetzt mal. Aber jedenfalls, ich glaube, jeder weiß, wer Gronkh ist. Das bleibt nicht aus, weil er einfach einer der größten und bekanntesten nun mal gerade hier in Deutschland auch ist. Und der EDK hatte da eine sehr amüsante Sache, weil er dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber jedenfalls erzählte er ganz simpel folgende Anekdote. Er hat ja auch mal Minecraft gespielt. Ja, hat das irgendwie so ein paar Folgen lang gemacht, hat sich dann aber gedacht, ne, ist irgendwie doof, guckt sowieso keiner. Hat dann damit aufgehört. Und das war relativ exakt so 2, 3 Wochen, bevor Bevor Gronkh Gronkh damit angefangen hat. anfing.
und das dann komplett explodiert und der einfach mal direkt so, bam, erfolgreichster YouTuber Deutschlands, bam, der dickste Let's Player der Welt, so gefühlt. Und ja, dann sitzt du natürlich da auch und denkst dir, fick dich, 2 fucking Wochen, hätte ich 2 fucking Wochen weitergemacht, wäre ich das vielleicht gewesen. Ja, das ist natürlich schon so hart einerseits, aber andererseits zeigt es eins ganz deutlich. Es ist teilweise einfach ein unglaublicher Glücksfaktor, ob und wie du Erfolg hast, weil manchmal musst du einfach wirklich im richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Ja. Und dann hast du einfach Erfolg. Es ist teilweise wirklich irrelevant, wie gut oder wie schlecht du etwas machst, weil es einfach in der Masse sowieso untergehen wird, sozusagen. Aber wenn du genau das Richtige machst, zum genau richtigen Zeitpunkt, dann sehen es die Leute zwangsläufig und dann bist du da, wo du hin wolltest. Yep. Das passiert dann einfach so. Und das finde ich, ist eigentlich so das Schöne dabei, weißt du, dass man so... Es kann jederzeit passieren. Eben, ganz genau, das meine ich eben damit. Das kann einfach jederzeit passieren. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant eigentlich dabei. Und das ist auch ein Faktor, den kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Der ist komplett nicht beeinflussbar. Du kannst natürlich so auf das eine oder andere achten, weißt du. Ich meine, wir beide hatten ja in letzter Zeit so einige Gespräche, was sowas angeht, ne, nach dem Motto, wie kriegt man vielleicht die Viewer auf Twitch zum Beispiel, ne, dass man guckt so, ja, nimm vielleicht ein Spiel, was nicht zu populär ist, aber schon beliebt ist und so ein Zeug, ne, will ich jetzt auch gar nicht so zu viel jetzt drauf eingehen, ist jetzt mal irrelevant. Ja. Ne, aber es gibt halt einfach schon so Faktoren, wo man sagen kann, das und das ist halt hilfreich, um sowas vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Alleine eine gute Präsenz zu zeigen, gutes Layout zu haben, macht schon viel. Ja, eben. Aber ich sag mal, letzten Endes wirklich erzwingen kannst du es definitiv nicht. Man merkt, wenn du keinen Spaß dran und hast und wenn du wirklich nur erzwingen willst. Das merkt man. Ja, richtig. Also wer da nur sitzt, um eben zu sagen, so geil, Alter, ich will jetzt mehr Follower und ich mache jetzt das und das, weil ich will mehr Follower. Ich finde, man merkt schon, ob jemand da wirklich Spaß an einer Sache hat oder nicht. Und ich weiß, dass ich nicht jemand sein möchte, dem man irgendwann vielleicht anmerkt, ey, der macht das eigentlich nur, weil das ist halt so. Der macht das nur wegen der Kohle. Ja, also ich will das nicht. Nee, bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht mein Ziel, ganz im Gegenteil. Ich meine, wenn das dein Ziel gewesen wäre, ne, dann hättest du jetzt nicht deine 7 Jahre schon streamen durch. Ja, ich mach das seit, ich weiß gar nicht genau wann. Ich mach das seit 2013 anfangen. Anfang ja, 2013. Bei mir schon ein paar Jährchen länger. Ich meine, immer mal wieder mit Pausen halt dabei. Ja, aber die Pausen. Die waren mehr technisch bedingt, aber auch, weißt du, ich hatte bei mir nicht die Hardware, um bei mir waren es einfach zu große Pausen, die ich dazwischen hatte. Und ja. Ne? Ja, ich kenne das. Weil wenn man das nicht konsequent durchzieht, dann verliert man halt auch was. Ja, man verliert vor allen Dingen was Schlimmeres als nur Follower, nämlich teilweise auch so die eigene Motivation dabei. Zumindest ging es mir so, weißt du, weil ich wollte zen, ich konnte auch irgendwie zen, aber ich konnte in einer Qualität zen, wo ich mir dachte, ey, du willst deinen eigenen Stream gerade nicht gucken. Und da ist dann meine Motivation einfach weg gewesen, weißt du. Das ist ja genauso, warum ich auch mit YouTube so zeitlang keinen Bock hatte, weil ich einfach, ja, ich konnte zwar was bringen, aber nicht etwas, was ich wirklich machen wollte. Und da hatte ich ja, dann keinen richtig, Bock drauf. Richtig. Hast du... Ich habe in letzter Zeit das auch öfter gehabt. Ich habe ja hier so nebenbei auch 1-2 andere Sachen mal aufgenommen. Oder besser gesagt, ich habe versucht, andere Sachen aufzunehmen. Und bei mir war oft der Effekt, dass ich die letzten Tage dann immer mal da gesessen habe und mir dachte, ja okay, hast du jetzt aufgenommen, aber es war nicht geil, lösch es. Ich habe die Aufnahmen sind wirklich schon wieder weg. Ich habe die nicht mal mehr gespeichert. Ich habe Sachen gespielt und immer so nach einer halben Stunde so dachte ich mir, ey, das ist total Kacke, was du gerade machst. Du hast gerade nicht die Laune für dieses Game und du bringst es nicht gut rüber. So wie du jetzt drauf bist, würdest du es nicht gucken wollen, also mach's aus. Hast du Gravel Neues und Fackeln für mich? Fackeln habe ich selber gerade nur 7 Stück. Ich gebe dir mal 4 Stück ab. Das Gravel, reicht. Lass mich gucken. 20 habe ich nicht sogar noch mehr. Nee, gerade tatsächlich nur das ist Understeed. Nee, habe ich gerade nicht. Das ist okay. Alles. Danke. So, erstmal einen Schnitzel eben hier reinhauen. Ich bin schon wieder so halb hungrig hier. Bin ein bisschen überlegen, wie ich den Raum hier aushöhlen soll. Wir müssten gleich sowieso mal irgendwann eine Sache dann gucken. Das müssen wir mal gleich zusammenschauen. Dass wir nämlich gucken, so von der Höhe her, wo muss ich irgendwann anfangen, mich irgendwo wieder hochzubauen auch oder sowas.
Weißt du, wie ich meine? Damit ich jetzt hier nicht mich hier endlos in den Berg reingrabe, ohne dass es irgendwann noch überhaupt Sinn macht. Also ich würde schon sagen, dass du dort aufhörst und links und rechts jeweils eine Treppe machst. Also so Ja, eine. wir können ja gleich einfach mal gucken, weißt du? Wir können ja einfach mal. Ich gehe einmal nach oben, du stellst dich einmal hier unten rein, dann gucken wir mal, ob das so von der Entfernung her passt. Wir sehen ja die Name Tags, weißt du? Was Das ich wird ja gerne dann mache, reichen. ist so eine Foyer-Treppe wirklich. Zwei Anfänge, die sich irgendwo in der Mitte treffen und dann zwei Wenn du unterschiedliche das gut Dinger. kannst, mach das gerne. Ich bin immer unzufrieden mit meinen Treppen. Immer wenn ich die hinterher sehe, denke ich mir, boah, hast du die wieder hässlich gemacht. Gut, dann lass mich dort die Treppe machen. Ist Ja, kein also ich Problem. mache jetzt einfach mal hier sozusagen so den Anfang nochmal eines Raumes hier und füll das mal so ein bisschen noch aus. Ich brauche auch oben sowieso im Zweifel noch ein bisschen mehr Cobblestone. Wie habe ich das da jetzt gemacht? So habe ich das gemacht. Okay. Klopp ich die mal eben noch raus. Wir müssten echt mal wieder ein paar Fackeln machen, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir noch groß Kohle oben gehabt? Bestimmt. Wir hatten ja so viel Kohle gefunden, einfach, ne? So, ich stelle mal hier mitten rein einfach eine Fackel, damit man hier ein bisschen das beleuchtet hat. Ja, wir müssten auch einmal noch Fels brennen, einmal hier, dass wir ersetzen können, die Erde hier drin und sowas, aber ist egal. Gut, ich glaube, ich wandere mal eben nach oben dann. Zumindest versuche ich es, ich kletter wieder hier den Berg hoch, das ist immer so spannend. Da lang vielleicht. Ja, es wird echt angenehmer, sobald wir eine Treppe haben. Ja. Freue mich da unglaublich drauf, das Nicht nur kannst du mir du. glauben. Nicht nur Da du. schwebt ein Zombie auf dem Zaun vom Feld. Gehst du wohl darunter? Hi. Hi, hi. Auch nochmal. Zombie klatschen. Das neue Bam. Spiel. Wie in Minecraft. So, du kommst du auch dann hoch? Gehen wir einmal gleich schlafen oder wie machen wir Jo, das? ich bin unterwegs. Obwohl, warte mal, du bist ja gerade noch unten. Lass uns doch mal eben Spaß aber das machen, was ich gerade sagte. Ich gehe mal eben hier in diese kleine Höhle rein. So, wo ist denn dein Nametag? Sieht Warte, man warte, warte, den? Da warte, vorne warte. ist der, okay. Geh mal einfach nach hinten bitte zur Wand Bin durch. ich. Wow, ja, da kann man aber schon noch ein bisschen nach hinten. Siehst du das? Ich weiß nicht, ob du meinen Namen oben gerade Ja, siehst. doch, so drei Blöcke können wir noch. Warte, 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 warte. Bleib mal dort stehen. Ja. Grab dich mal So, einfach ein Stück nach. ja. Mach mal noch ein bisschen. Weil ich stehe jetzt relativ nah an der Wand hier. Pass auf, hier ist nämlich die Scheibe. Ja. Ja? So, und hier ist relativ mittig von diesem Raum Dann muss ich an noch der zwei Scheibe. Blöcke. Warte, 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 warte. Eben, kannst du ruhig noch ein, zwei So, Blöcke da hier, bin hochgehen? da. Ja, das passt dann auf jeden Fall. Wenn wir da hocharbeiten, dann passt das. Dann kann man irgendwo einen schönen Anschluss machen. Okay. Ja, nee, sehr gut. Nee, warte, dann lass uns schon mal so provisorisch hochbauen. Das können Wir wir. brauchen auch gar nicht mehr schlafen gehen. Es wird gerade hell draußen. Schön. Ach ja. Ich baue mal provisorisch zu dir hoch, ne? Wir können das ja hinterher noch. Ja, ich bin mal eben hier oben. Guck mal, was wir Ach, hier bin ich! für ein Oh. Zeug alles in der Truhe haben. Was wollte ich denn da überhaupt gucken? Wolle wollte ich nicht gucken. Diorit, genau. Da brauche ich nämlich ein bisschen was von. Wollte ich unten das ausarbeiten? Haben wir gar keinen? Haben wir noch Gravel hier oben? Ich guck mal gerade. Ich sehe aber keinen. So, würdest du Nee. mal zu mir kommen? Oh, wir haben aber eine Menge Kohle. Warte mal. Ich mache uns mal eben auf jeden Fall Fackeln, ja? Haben wir hier noch Holz? Nein, wir haben kein Holz mehr. Ich habe noch ganz viele Stacks, Sticks. Hast du da welche? Wie viel Kohle bringe ich denn mit dann? Wie viel nehmen wir denn? Gib mir mal so 20 Kohle. Müsste, glaube Ja, ich, pass auf, ich bringe reichen. jetzt einfach ein halbes Stack mit. Habe ich jetzt 32, dann teilen wir das gleich auf. Packen wir einmal ordentlich Inventar voll. Wolltest du die eben basteln? Hier, ich schmeiß dir das mal eben hin. Tja, wo bist du? Ach Hinter da. dir. Tada! Und dann machen wir das doch mal eben. Stack für dich, Stack für dich. Yay! Dankeschön. So. Ja, aber die gehen gut weg, die Dinger halt, Dann ne? komm mal mit. Habe ich jetzt das eingepackt? Habe ich, ja. Okay. So, einfach hier runter und dann bist du dort, wo. Ach, direkt da. Ja, das ist doch super, aber. Kannst dich ja daran orientieren. Ja, das ist sehr gut. Das passt super. So, dann mache ich mal eben das hier noch zu. Jetzt muss ich erstmal das hier basteln. Wie viele nehme ich denn da mal? So viele mache ich jetzt gar nicht. Die Axt brauche ich gar nicht hoch.
Erstmal Sachen wegschmeißen. Erstmal wieder hoch sagen. Ja, genau. Nee, jetzt habe ich das wieder falsch gemacht, siehst du? Weil du nicht hoch gesagt hast. Mensch. Ja, da bin ich halt doch sehr gut drin. So. Passt das so? Wo vergesse ich denn da was? Da oben vergesse ich was. Guck mal. Einmal, zweimal und zweimal. Richtig? Das sieht irgendwie so schief aus gerade. Nee, ist aber alles richtig, ne? Sieht das okay aus, so mit diesem Weiß, mit diesem ja, so doch. Abgeschrägen dann? Doch, doch. Ist das okay, ja? Mhm. Gerade. Dann lass... Nein! Nicht komplett! Ich wollte den Übergang einfach nur machen. Warte. Ja, warte, aber das passt. Lass mal den da noch, den da und den da. So. Gut. So. Okay. Das ist dann der Übergang. Dann ja, haben wir das hier passt. Keystone. Ja, hier muss ich eh, wie gesagt, noch richtigen Cleanstone reinmachen dann. Mhm. Es heißt im Übrigen eigentlich nur Stone, aber jeder sagt Cleanstone. Das ist auch einen gewissen Menschen geschuldet, der das ständig gesagt hat. In seinen Let's Plays. Ja. So. Nur ja, eins, was ich nicht verstanden habe, ist, dass er. Wir kriegen gerade Besuch von einer Kuh. Hi. Dass er Eisen immer Silber genannt hat. Ich glaube, das. Ja, aber das hat eine ganz simple Begründung. Am Anfang standen da keine Namen. Okay. Da stand nicht exakt immer, was es ist. Also ganz, ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang, ne? So Alpha, Minecraft und sowas. Da stand eben nicht, wie die Dinger heißen. Und dementsprechend war es ein, aha, ja, es ist irgendein silbernes Metall, nimm es mal Silber. Hm. Also das hätte ich mir wahrscheinlich sogar auch angewöhnt, anstatt Eisen zu sagen. Gut, sag mal lieber, machen wir erstmal Feierabend, aber? Ja, ich gehe nur kurz nochmal um zu okay. unserer Lounge. Weißt du was, ich folge dir einfach mal und dann können wir ja sonst da gleich bei unserer Hütte gleich erstmal dann hier einmal aussteigen. Weil ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir tatsächlich eh erstmal jetzt gar nicht so viel mehr aufnehmen, ne? Das war jetzt so die, ich nenne es mal die Pufferfolge sozusagen noch. Mhm. Boah, so eine geile Steincouch. Das ist schön. Warte, komm, da setze ich mich dazu, so. Warte, ich will mal kurz, dass wir das haben, ne. So, ich habe auch die... Mama ist gar nicht so leicht. So, ich sitze hier. Was schmeißt du da von dir? Ja, ich will nur die Rüstung ausziehen. Der macht sich nagisch. Der macht sich nagisch und schmeißt so. Blumen rum. Leute, Hilfe! So, wir sitzen hier. Oh, das wird so ein wunderschönes Thumbnail, das ist schön. Kann ich noch nach hinten gehen? Nee, das ist doof. So. Hauptsache, ich hab den scheiß Steinblock hier in der Hand. So, ich nehme jetzt die Fackel in der Hand. Okay. Jetzt guck mich doch nicht so an. Boah! Weißt du, und dann so unauffällig zur Decke weggucken. Nee, schön, okay. Dann würde ich sagen, war's das. Okay, ja. Danke fürs dann Zugucken und. Eben, genau. Ich danke auch fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Willst du knutschen oder was kommst du so nah? Geh weg. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sohn.